Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ein Spieletipp über Titanfall 2. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir gleich an. Fangen wir mal direkt mit dem Menü an, welche verschiedenen Mods es gibt, wie MP-Spiele, das ist alles mit drin, Team Deathmatch, Privatspiel, Kolosseum ist 1 gegen 1, Grenzgebiet ist wellenbasiert. Ja, und hier haben wir die Ausrüstung. Man hat halt verschiedene Slots, man schaltet alle frei, wenn man halt Level 50 wird. Aber dann kann man in den nächsten Modus springen, praktisch wie Prestige, und dann ist wieder alles weg. Auch die Waffen, wie hier, sämtliche Waffen mit drin. Von Titan-Abwehrwaffen bis zu der einfachen Pistole, und alles kann man mit Tarnungen verpacken, ohne Ende Tarnungen auch käuflich zu erwerben. Also es ist ein Riesenpaket, was man hier hat. Also man kann hier echt kreativ werden. Hier hat man zum Beispiel seinen Titan. Den kann man auch gestalten, wie man möchte. Also von den Tarnungen her. Die Waffen bleiben leider gleich. Die kann man nicht auswechseln. Dadurch hat jeder Titan halt seine Spezialsachen. Und ja, hier haben wir halt einen Boost. Die kann man im Spiel benutzen. Dann kann man Geschütze hinstellen oder hat eine kleine Helfer, die sich in die Luft jagen. Alles Mögliche. Ja, und es gibt ja eine Riesenvariation an Rufzeichen, die man halt reinballern kann. Dazu gehören halt auch die Plaketten. Die kriegt man alle durch Spielen oder kann die halt auch käuflich erwerben. Gruppierung kann man sich halt aussuchen, auf welcher Seite man spielen will. So, auch am Start sieht man dann die Seite, wo man ist. Und hier hat man halt den Store, hier sieht man dann verschiedene Tarnungen für Gewehre, Titans. Alles Mögliche, jeden Krimskrams, den man sich vorstellen kann. Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal mit einer Spielrunde. Dann zeige ich euch mal ein paar Ausschnitte. Hier zum Beispiel Anfang der Runde. Ja, das war eine ziemlich gute Runde von mir. Deswegen packe ich die auch gleich mal mit rein, denn es ist Anfang des Starts. Also die Grafik ist mega geil. Titanfall 2 ist halt echt ein schneller Shooter. Also, ich sag mal, wenn ihr Call of Duty nicht mögt von der Schnelligkeit, dann werdet ihr Titanfall 2 erst recht hassen, weil er ist mega schnell. Also, ohne Witz, das Spiel ist echt für Red Bull-Suchtis. Hier muss man so unglaublich schnell agieren. Das macht aber halt tierisch Spaß. Da habe ich auch schon meinen ersten erwischt. Und das geht jetzt immer so weiter. Ich mache jetzt genau, glaube ich, 14 Kills in der Anfangsrunde. Und ja, das war schon ganz lustig. Ja, und halt, man kann seine Waffen halt variieren mit Tarnungen. So zum Beispiel habe ich schon den Zähler. Den kriegt ihr, wenn ihr Level 20 mit der Waffe erreicht. Mal mit jeder Waffe hat man halt eine Stufe. Man kann also seine Waffe praktisch levelt man die auch beim Spiel. Genau wie sein Titan. Man levelt eigentlich alles, was man gerade in der Schlacht benutzt. Bis halt auf die Boosts. Und es gibt halt viele Features. Links seht ihr halt diesen Pfeil nach unten. Ich könnte jetzt schon den Titan rufen. Dann damit L1 ist zum Beispiel bei meinem Charakter eine Adrenalinspritze, dann läuft er schneller für ein paar Sekunden. Und halt die Granate mit R1. So, das Gute ist, ihr habt unbegrenzte Munition in euren Primärwaffen, auch in euren Sekundärwaffen. Also ihr könnt so viel rumballern, wie ihr wollt. Das ist echt gnadenlos. Und ihr habt halt, sag ich mal, ein Primär, ein Sekundär und eine Pistole nach Wahl. Kann man sich zur Schnellschusspistole, normale und einen Revolver. Also da ist wirklich jede Menge Möglichkeit geboten. Wie man hier schon sieht, geht ganz schön ab, ey. Ja, und es macht einfach Spaß, wenn man so schnell agieren muss und gucken, wo die Gegner halt sind. In der Anfangsrunde ballert man sich halt erstmal als Piloten weg, bis man sich seinen Titan ruft. Ja. Das ist auch mein Lieblingsgewehr. Ich habe da echt Spaß dran. Zum Beispiel links ist gerade bei mir jetzt ein Titan. Den schieße ich auch schön an. Einer von meinen. Ja, es ist schön anzusehen. Die haben ja euch die besten Chancen gelassen. Aber das war es jetzt auch schon für mich. 14 weg. Zack. Ja, dann kann man sich halt noch angucken, wie man erschossen worden ist hier. Ne? Wie oft sagt man scheiß Cheater? Ach, kann man mal besser nachgucken. So, und hier zeige ich euch jetzt eine Szene mit dem Titan. Der Titan sagt euch auch Kommandos und so, wir sollten lieber weggehen, es sind viel zu viele Titan oder so. Oder sagt ihr halt, wenn Verbündeter mit drauf schießt.
Jeder Titan hat auch mega viele Perks, die man reinsetzen kann. Ich zum Beispiel habe, bevor ich sterbe, kann ich mal beim Titan Nuklearbombe hochgehen lassen. Dann springe ich raus, das Ding fliegt in die Luft und damit kann man echt noch viele killen. Genau wie der jetzt vor mir. Und bumm. Wenn man das abkriegt, ist man echt übel dran. Und halt, es gibt viele Einheiten im Multiplayer. Das ist zum Beispiel einer der stärksten, so ein kleiner, dreckiger Mini-Roboter. Bis zu normalen Fußsoldaten und Kleinrobotern. Und jetzt jag ich mich hier nämlich in der Luft. Ja. Und das ist zum großen Ganzen ist Titanfall, ne? Es macht mega Spaß. Hier komme ich mit meinem Abwehrgeschütz. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Spielentscheidung helfen, weil ich finde Titanfall ein wunderbarer Ego-Shooter. Wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.